Guten Tag, Kollege. Heute übernehmen Sie den D963 aus Plauen kommend in Richtung Dresden. Es wird eine ruhige Fahrt mit mäßig Verkehr unterwegs. Der Fahrplan ist großzügig. Sie können problemlos 10 km/h unter der Höchstgeschwindigkeit bleiben. Gute Fahrt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2016 hier auf Philips Gaming mit mir, dem Felix. Und wir sind heute unterwegs auf der Strecke Projekt Freiberg V2. Aber heute auf der Hauptstrecke. Wir waren ja auch schon mal hier unterwegs, aber auf die Nebenbahn. Und diesmal sind wir auf der zweigleisigen Hauptstrecke unterwegs. Und starten tun wir hier, wie gerade vorgelesen, kommend aus Richtung Glarau am Einfahrtssignal zum Hauptbahnhof Karl-Marx-Stadt. So. Während ich jetzt schön hier erzählt habe, hat sich die Lok automatisch aufgerüstet. Wir haben grünes Licht bekommen. Ich mache noch die zwei. Ich weiß nicht, wie die Kameraperspektive am besten ist. Die sind alle irgendwie scheiße. Na, müssen wir so machen. Ja, genau. Denn wir fahren jetzt einfach mal in den Hauptbahnhof Karl-Marx-Stadt hier ein. Wann sollten wir da sein? Um 4. Was war denn jetzt? Ach so. Nee, hä? Passt. So, 60 km/h ist erlaubt. Wir sind unterwegs mit einer Baureihe 243 in der originalen DR-Lackierung in diesem leichten Dunkelrot. Ja, damals wie heute fährt man hier noch durch diesen Tunnel durch, um jetzt hier die leichte Steigung hinauf in die große Empfangshalle vom heutigen Chemnitzer Bahnhof natürlich. Ja, wir fahren halt in dem Fall in den Hauptbahnhof Karl-Marx-Stadt ein. Chemnitz hieß damals schon mal einmal Chemnitz, wurde dann aber mal umgenannt zu DDR-Zeiten eben in Karl-Marx-Stadt. Und irgendwann, mich kann ich nicht sagen, vor wie vielen Jahren, wurde es dann wieder in Chemnitz umgenannt. Und Chemnitz ist ja halt auch, wie hoffentlich für die Zuschauer bekannt, die Stadt, aus der hier die gesamte Philips Gaming-Gemeinschaft hier kommt. Also wir sind alle interessanterweise hier aus der Stadt. Lichter können wir auch noch anmachen. Gut, Ausfahrtstände dann. Wie man hier auch nochmal schön sieht, mit einer 80. Also alles in dem Fall idiotensicher. Ja, das einzige Problem ist jetzt, wir haben bis 7 Aufenthalt, aber wir können ja einfach mal kurz ein bisschen hier rumfliegen und uns einfach mal den Bahnhof anschauen, wie er damals war. Und vielleicht auch mal so ein bisschen reden, wie er jetzt ist. Denn zum Beispiel dieses gesamte Riesengelände, das ist alles Kohlebahnhof gewesen. Und davon steht gar nichts mehr. Heutzutage, jetzt momentan, sind in diesem Bereich Bauarbeiten für das Bahnbetriebswerk der Mitteldeutschen Regiobahn. Genau, da wird einfach eine Wagenhalle gebaut, wo plus 2 oder 3 Gleise sind. Ich schätze mal, E-Gleis davon, das wird Waschanlage sein. Und dann noch 2 Gleise für Abstellung ganz einfach oder Reparatur an den Triebwagen. Ja, hier die Gleise sind eigentlich alle noch größtenteils so, wie sie sind. Ich glaube, 4 Gleise nebeneinander gibt es nun nicht unbedingt. Aber wenn, dann wurde hier bestimmt eins rausgemacht. Aber 3 Gleise, so, das ist schon immer noch. Vor allem, was es auch nicht gibt, wo ist es hier? Man kann heutzutage auch auf keinem Gleis mehr quasi umkoppeln, also es gibt keine Weichen mehr am Ende. Die Gleise sind immer bis zum Prellbock durchgehend. Und okay, das sind auch bloß die 3 Gleise hier hinten, die diese Weichenverbindung haben. Und sowieso diese 3 Gleise gibt es überhaupt nicht mehr, denn hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mit der Straßenbahn der CVG hier vorne vom Bahnhofsvorplatz in den Hauptbahnhof hineinzufahren. Fahren dann hier so eine leichte Steigung hoch.
Und man kann dann hier bequemer aussteigen, muss zwar oben ein bisschen herumlaufen, aber erreicht dann besser die deutsche Bahngleise. Genauso soll es dann auch irgendwann die Möglichkeit geben, dass man von uns, von der Zentralhaltestelle aus, die sich irgendwo hier hinten befindet, direkt mit der Straßenbahn hier in den Hauptbahnhof quasi einfahren kann. Und die Gleise sind auch schon da, also es sind vier Gleise für die Straßenbahn hier vorgesehen. Und dann gibt es zwei Gleise, wo dann die Straßenbahn ihren Pando senkt und dann mit Dieselkraft weiterfährt. Bis jetzt ist dies noch nicht der Fall, dass die Straßenbahn hier einfährt, senkt und weiterfährt. Der Fall momentan ist, es werden ab und zu mal Straßenbahnen auf die Strecke geschickt. Die fahren dann allerdings von einem Gleis hier drüben ab, eins von den zwei. Und ja, fahren dann von hier ab. Und nur wenn jetzt der Wagen, schätze ich mal, wieder getankt werden muss oder sowas, dann gibt es mal das seltene Schauspiel, dass dann hier auf diesen Gleisen der Triebwagen hier einfährt und dann per elektrischen Strom weiterfährt ins Straßenbahndepot und ein anderer Wagen eben wieder auf die Strecke geschickt wird. Genau. Ja. Hier hinten sind noch Postgleise. Aber hier das eine Abstellgleis gibt es auf jeden Fall noch. Da steht immer mal ein Desiro rum von der Erzgebirgsbahn. Aber hier dieser Güterumschlagsbereich, das ist alles Brachland und hier hinten zum Teil etwas Parkplatz für die hier ansässigen Bürogebäude. Ja, wir fahren ja jetzt gleich weiter. Da fahren wir dann auf jeden Fall noch durch den großen Rangierbahnhof Chemnitz-Hilbersdorf, wo vorne es heutzutage auch, um es mal wirklich so zu sagen, gar nichts mehr gibt. Schaffnerpfiff ist da. Bremsen lösen. Spannung geben. Und dann schaltet die Lok auch die Leistung auf. Radschlupfen. Ach du Kacke. Ich wollte eigentlich weniger Leistung geben, aber da piepst sie mich trotzdem noch an. Ich kann ja eine weniger als wenig Leistung geben. Aber wir haben auch einen langen Zug dran, ne? Das muss man dazu sagen. Wir haben viele Y-Wagen heute am Haken. Sieben, hä? Oder achte? Das sind, glaube ich, vier zweite Klasse. Genau, eben hier auch dieses gesamte Bahnhofsgleisvorfeld, das ist heutzutage eben alles ausgedünnt. Sämtliche Gleise, die man nicht mehr braucht, die wurden rausgerissen, die braucht man halt, ne? Und in dem Fall, man hat so vielleicht ein bisschen hier größere Radien, dass man schneller im Bahnhof einfahren kann und sowas, aber eben nicht mehr diese Vielzahl an diesen Gleisen und Fahrmöglichkeiten, wie man es ja damals zu dieser Zeit hier hatte. Ja, hier rechts ist jetzt das Beispiel, hier kommt ein Güterzug aus dem Bahnhof Chemnitz-Hilbersdorf oder dem Rangierbahnhof Chemnitz-Hilbersdorf. Dieses Schauspiel wird es nie wieder geben, weil ich weiß nicht, ich warte noch mal schnell die Sieve ab. Dann gucken wir uns das mal kurz auf der Karte an. Ich will Spiele zentrieren. Genau, wir sind hier. Denn hier ist ein riesiges Bahnhofsareal mit damaliger Roll. Na, wie hieß es? Ablaufberg so rum. Und eben hier, das Einzige, was es wirklich noch gibt, ist das hier. Das ist das Sächsische Eisenbahnmuseum. Aber diese gesamten Gleise hier, davon ist gar nichts mehr vorhanden. Die Strecke, so wie wir sie jetzt fahren, so verläuft sie auch noch heute. Also dieser. Oh, was habe ich jetzt? ZZA. Wir haben eine ZZA? Haben wir denn ZZA? Also dieser Bogen, so wie er damals war, diesen gibt es auch noch heute. Der ist geblieben. Und genauso hier. Okay, hier ist noch die Strecke nach Leipzig. Die gibt es natürlich auch noch. Ich glaube auch zum größten Teil doch noch diese Gütergleise. Das ist nämlich dann hier das Kraftwerk von Chemnitz. Das gibt es auch noch zu einem gewissen Teil. Also das ist schon noch vorhanden. Und auch ab und zu nochmal in Benutzung. Da sieht man, glaube ich, auch mal, wenn man Glück hat, mal ein paar Güterwagen da drum stehen. Aber wie, wann, wo, warum, das weiß man ja dann nie so genau. So, genau. Während wir uns vor uns vom Güterbahnhof gelöst haben,
kommen wir jetzt hier wieder mit dem Güterbahnhof zusammen. Und unterqueren dann jetzt hier diese sehr schön anzusehende Stellwerksbrücke von Hilversdorf. Diese Brücke ist heutzutage auch noch vorhanden und ist auch wieder in Benutzung, denn da ist jetzt auch ein Museum drin. Und man hat hier, keine Ahnung, 100 Meter Gleis wieder hingelegt, um diese Technik von damals den Besucher begreiflich zu machen, vorführen zu können. Da wir in Chemnitz schon damals die Technik hatten, dass die Wagen nach dem Ablauf vom Ablaufberg, wenn sie nicht alle in einer Reihe standen, dass sie dann schon Wagen an Wagen zusammengeschoben werden konnten, automatisch. Dafür war eben auch schon, wie es heutzutage auch gibt, ne? Das hat man. Da gibt's bei der Sendung mit der Maus, gibt's einen Bericht auf YouTube über Maschen, da sieht man das auch, wie dann so die Wagen zusammengeschoben werden. Und sowas, wie es eben heute ist, sowas gab es auch schon damals hier bei uns im Osten. Ne? Ja, dieses Gleis hier rechts von uns, das ist auch noch vorhanden. Das ist die einzigste mögliche Zufahrt zum Sächsischen Eisenbahnmuseum. Das heißt, man muss immer erst einmal durch Chemnitz durch, hier lang, bis nach, was haben wir hier, Niederwieser. Und in Niederwieser wird das ganze Stück Strecke zurück. Da muss ich die Siefer betätigen, wieder das ganze Stückel zurück, um dann hier ins Sächsische Eisenbahnmuseum zu gelangen. Und dann muss man sich so ungefähr hier einen Schnitt vorstellen. Hier so ein paar Weichen hier liegen noch. Da stehen noch immer mal Wagen rum. Aber sonst alles, was jetzt hier gelb ist, das ist alles dann nicht mehr vorhanden. Und? Ah ne, ist ein Güterzug. Okay, ich dachte jetzt schon, das sähe jetzt ein bisschen doof aus, wenn jetzt wirklich hier ein Personenzug gerade angekommen wäre. Ja, wo man hätte sagen können, das sind vielleicht hier Güterbahnhofsmitarbeiter. Ja, früh um 8 da. Denke ich mal schon, sind doch schon auf Arbeit. Nun denn, bevor wir jetzt den Bahnhof Niederwieser erreichen, würde ich beinahe sagen, war es das für diese, ja, vielleicht auch ein bisschen geschichtsträchtige Folge. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sage mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.